Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt wieder Phasmophobia und in dieser Folge ist etwas passiert, was ich bisher noch nie wahrgenommen habe in diesem Spiel. Da war ich ein bisschen aufgeregt, ich glaube, das hört man auch. Und bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, um was es geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und sage schon mal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich finde das so cool. Der Pinky und der Brain. Wie einfach jeder seine Sachen nimmt, die er immer mitnimmt. Jeder hat seine Standardausstattung und dann los geht's. Nur diesmal habe ich kaum was dazu gepackt, deshalb sieht sie auch so leer aus. Es ist ausreichend da. Ich sehe halt immer den Sinn vom Parabol. Ach so, Parabolmikrofon nicht. Briefing zuerst, tschüss. Ja, wenn er nicht will. Also, Susan Anderson. Sie steht auf Singles mit Niveau. Ist immer schon mal richtig. Läuft gerne durch Bewegungssensoren, mag Kruzifix so gar nicht und ist sehr fotogen. Und dass man nicht Michael Jacksons Schwester ist. Bestimmt. Und bevor ich den Namen vergesse, guck mal, ich bin jetzt Susan Anderson. Ich wollte gerade sagen, ich bin 10 Meter aus dem Wagen raus und habe den Namen schon wieder vergessen. Mrs. Wie Pamela Anderson muss. Hier ist der Knochen. Hier ist schon wieder EMF3 im Eingang und es piept. Ich höre es piepen. Ja, es wird auch wieder hier sein. Jo, sie steppt hier auch. Susan Anderson. Ich glaube, sie ist wieder hier vorne. Ja, hier schwankt's gerade 10. Wir haben übrigens hier vorne schon, ne? Was ist mit diesem Bild hier? Seht ihr das auch? Schreibt ins Buch. Dass das Mädchen eine andere Farbe hat, oder? Ja, das Mädchen rot, leuchtet mega rot, ne? Naja, mega nicht, das ist ein bisschen andersfarbig, ja. Ja, das war ein Fehler der damaligen Kamera. Was? Die. Oh, ihr hört auch dieses Klick, 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 Klick. Ja, das ist die Uhr, oder? Ich hol Fotoapparat für Knochen und Buch. Was brauchen wir noch? Bewegungssensor. Die olle Pute will nicht mit mir talken. Tja. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Feine in dein Lieblingsohr. Das Kind steht hier. Hallo Schatzi. Sie hat gesummt. Das habe ich das erste Mal gehört, wie sie gesummt hat. Es ist das kleine Mädchen, Susi. Sie hat gesummt und das war irgendwie voll schön. Seid ihr sicher, dass es der Raum ist? Weil der war gerade ziemlich warm. Aber sie stand ja da auf dem Teppich. Also irgendwer hat ein Foto gemacht. Ich glaub Mo. Ja. Ja. Kruzifix und Bewegungssensor fehlt noch. Einfach Bewegungssensoren, oder? Also ich habe einen schon... Hier? Der schwarze hier, ja, den du hast. Einen habe ich da schon links dran gemacht. Da siehst du diesen grünen Balken oder roten. Vielleicht kannst du den unten an der Treppe noch dran machen oder so.
was anderes außer das Buch? Bis jetzt nicht. Box hat bei mir auch nicht funktioniert. Box hat bei mir übrigens auch nicht funktioniert. Hattest du nicht erkannt dort stehen? Ja. Wenn nicht erkannt dort steht, oder sagt, wenn irgendwas dort steht, außer die Zahlen, dann registriert er dein Mikro trotzdem. Also dann registriert er auf jeden Fall dein Mikro. Nur manchmal ist der Geist. Heißt das dann, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er noch redet? Oder dass er vielleicht nur mit jemand anders nicht redet? Das heißt nur, dass dein Mikro erkannt wird. Ach, so manchmal braucht er eine Weile, um warm zu werden, um mit sich reden zu lassen. Okay. Also stand zumindest nicht erkannt da. Ja, da war ich gerade allein. Bei mir hat er dann. Was? Er hat uns Buch geschrieben. Ja, das wussten wir schon. Dystopia kriegt immer nichts mit. Das ist die eine, die steht weiter im Raum und die andere steht vorne. Ja, Bewegungssensor ist gerade erledigt. Kruzifix brauchen wir noch. Ich funk immer. Irgendwie ist das schon automatisch. Kruzifix muss übrigens dahin, wo sie spawnen könnte. Ja, da auf dem Teppich, wo sie stand, würde ich es jetzt hinlegen. Ja. Weil ich dachte sehr lange Zeit, dass man das irgendwo hinlegt und sie dann nur rüberlaufen muss. Ja, ich hab's manchmal. Aber sie muss halt dahin, wo sie spawnt. Ich hab's manchmal in den Türrahmen gelegt, in der Hoffnung, dass sie da nicht rüberläuft, wenn sie jagt. Ja. Lass die Tür auf, Mädel. EMF ist auf 4. Du hast EMF 5. Das Ding hat bei mir einen Herzinfarkt. Ja, bei mir auch. Seitdem ist gestottert. Ja. Aber direkt hier vorne in der Tür, ey. Revenant, Shade ein oder Oni? Nee, es ist ein Oni. Hä, was haben wir noch? Buch und Buch und EMF. Und Box. Ach, die hat reagiert? Ja, bei mir hat sie dann reagiert beim zweiten Mal. Ach so, dann ist es ein Oni. Wenn wir jetzt noch die Kruzifix-Aufgabe schaffen, dann haben wir alles erledigt. Hallo Sina, guten Abend. Hältst du eine Seance? sieht ungesund aus mit deinem Rücken. Oh, die hat an der Kamera rumgespielt. Immer diese Kackkinder, die an die Kackkameras gehen, ey. Ich halt. So, ich behalte mal die Aufgabe im Blick. Ja, uns geht's soweit gut, aber ich bin echt fertig jetzt. Seit fast 6 Stunden online und. Boah. Also ich würde nach der Runde noch eine Runde machen und dann wäre ich raus für heute. Wäre passend, weil ich muss noch einkaufen. Dann, wird's dann auch Zeit, denke ich. Aber und ich habe heute noch nichts gegessen. Heute ist Samstag, haben die bei dir so lange offen? Die haben immer bis 22 Uhr auf. Echt? Stimmt, Großstadt, oder? Ich wohne halt nicht im Osten. Boah! Hallo, wir hier im Osten legen wenigstens noch Wert auf unsere Mitarbeiter, ja? Dass die nicht so lange arbeiten müssen. So, Kruzifix-Aufgabe. Wir haben übrigens auch einen Rewe, der bis 0 Uhr auf hat. Jetzt musste flexen. Susan Anderson. Komm her, Schatz. Susan Anderson, zeige dich. Upsi! Hat's gezählt? Nein. Sie stand vor mir und hat mich erschreckt. Ich hab sie gesehen. Susan Anderson.
Susan. Susan Anderson. Susan Anderson. Spawnst du da, wo du gerade gestanden hast? Gib uns ein Zeichen. Susan. Das warst du. Was war ich? Das mit der Tür warst du. Ich war gerade... Nee, ich war gerade im Journal. Susan Anderson. Zeig uns deine... Summ nochmal. Das Summ war tatsächlich irgendwie schön, muss ich sagen. Susan, möchtest du mit uns tanzen? Oh, Miss Anderson. Ich finde das irgendwie komisch. Susan passt irgendwie für mich nicht zu so einem kleinen Kind. Ja, sie ist ja wahrscheinlich ein bisschen länger her, dass sie gestorben ist. Ja. Susan Anderson. Vielleicht ist sie ja auch 502 gestorben. Ja. Susan, zeige dich. Susan Anderson, bist du hier? Oh, das ist, glaube ich, ein Ja. Susan Anderson, zeige dich. Ach, schade. Susan, jetzt... Oh, guck mal. Susan, Fußabdrücke. Mach das Licht aus. Hast du schon mal die Fußabdrücke gesehen? Jetzt ja. Hast du das jetzt? Ich war's nicht. Susan, mach das Licht aus. Susan Anderson. Susan Anderson, wo bist du? Susan, ich hab deine Pillen hier. Wo bist du? Susan Anderson. Susan Anderson. Ich habe Angst. Oh, cool. Susanne. Aktivität auf 0, jetzt auf 4. Ich habe Angst. Hilfe. Susanne. Ich habe Angst. Hilfe, Hilfe. Panik. Susanne, kill mal das Ding daneben mir. Nein. Ich habe Angst. Hilfe. Jetzt spawn doch mal hier auf dem Kruzifix, Mensch. Susan. Spawn doch mal Susan. Hier. Ey, komm schon, spawn mal hier. Susan Anderson. Ist wieder auf 2. Da ist sie. Hat's jetzt gezählt, sie war da. Oh. Aber ich habe ein schönes Foto gemacht. Susan Anderson, ich habe so furchtbare Angst. Susan. Hilfe! Hilfe! Angst! Bitte meine Mami! Hilfe. Hand! Ich habe so furchtbare Angst, Susan, Hilfe! Susan, du Miststück. Komm ran hier, sonst gibt's Schläge. Susan Anderson, Hilfe. Ist immer noch nicht erledigt. Susan. Dann scheiß drauf. Susan, tschüss. Ja. Bringt ja nichts. Naja, so verbuggt ist es nicht. Direkt ist es. Es macht immer wieder Probleme, weil du musst es halt eigentlich genau da hinlegen, wo sie hinkommen. Also, haben wir alle eingetragen? Ja. Moni, ne? Ja. Hi. Ich will jetzt einfach fahren. Aber gleich dann, wenn Prison verfügbar ist, Prison, ne? Kann ich fahren. Alle im Van sein, so ein Kack. Toll, man kann niemanden zurücklassen. Nein, man kann niemanden zurücklassen.
immer diese Kinder hier. Ich glaube, das Topi aber eben. Thank you.